Hi Leute! Ich drehe gerade hier auf Sumatra, eine paradiesische Gegend. Aber das ist nichts im Vergleich zu den Dreharbeiten zu Roland Rebers Todesrevue. Ein eingespieltes, professionelles, sympathisches Team, voller Visionen. Und das trotz oder vielleicht auch gerade wegen der fehlenden Filmförderung. Die eine Sekunde und 12 Frames, die ich in diesem Film zu sehen bin, hat den Aufwand voll gelohnt. Sumatra ist nichts dagegen. Mitmachen lohnt sich! Ich stelle mich Ihnen vor, als Tänzerin vom Chor. Ich tanze wie ein Stern, ein jeder hat. Als ich das Drehbuch zum ersten Mal in Händen hielt, habe ich gedacht, boah, das war eine Wahnsinnsidee, aber eine ziemlich schräge Geschichte. Und dann lernte ich die Gruppe um Roland Reber kennen. Die drei Frauen, die so den ganzen Laden schmeißen. Das ist Marina, die macht den Vertrieb und die organisiert überhaupt alles. Und das ist Mira, die macht die Kamera auf und das Drehbuch. Und Antje, die macht die Musik. Und ich dachte, die sind so super, mit denen möchte ich gerne zusammenarbeiten. Die spielen auch die Hauptrollen in dem Film. Und da ist noch Roland Reber. Ein großartiger Mensch, der sich von seinem Schlaganfall nicht hat unterkriegen lassen. Er sitzt im Rollstuhl und führt Regie und er macht es großartig. Gut, ich meine, das ist jetzt natürlich so eine Geschichte, gell? Weil es ist natürlich alles ein bisschen anders. Benennen Sie die Todesrevue, Gesichter des Todes als Symphonie. Oh, Spitze. Das Geschirr jetzt den ganzen Tag so weitergeht. Aber da stimmt was nicht, oder? Um es jetzt mal ganz ernst zu sagen, sehr angenehme Leute. Und es hat durchaus viel Spaß gemacht und ich habe meine Texte vor allen Dingen geliebt. Wobei, bei manchen, da möchte man eher draufschreiben, warum hat der überhaupt gelebt. Und das Allerbeste an der Geschichte ist, man hat begriffen, wenn man mir Freiheit lässt, dann wird es am besten. Daraufhin wird die Leiche in ein Kühlhaus verbracht. Daraufhin wird die Leiche in ein Kühlhaus verbracht. Kommentar des Regisseurs Roland Reber. Naja, ich sage immer, man muss eine Ordnung haben, sonst würden die ja zu stinken anfangen. Der Film basiert auf einem Theaterstück, das ich anlässlich des Todes meines Vaters geschrieben und inszeniert habe. Das war 1984. Ich werde ein weltberühmter Gitarrist. Viele Zuschauer meinten damals, solch eine interaktive Unterhaltungsshow, in der die Kandidaten jede Demütigung ertragen, gäbe es nicht. Heute gibt es sie. Moni will die Beste! Moni will die Möpse, Möpse. Und wir haben uns halt überlegt, was muss jetzt eigentlich noch passieren oder wie weit würden die Leute noch gehen, um eine höhere Einschaltquote oder mehr Likes zu bekommen und sind dann auf das Gesicht des Todes gekommen, so als quasi Überspitzung des Ganzen. Ich werde ein weltberühmter Selbstmörder. Fällst? Ja. Sollen wir probieren, dich quasi aufzufangen? Also du fällst, dass du mehr so fällst. Nee. War ich drin? Nee, du nicht drin. Es hat ausgesehen, als ob du gerade nach zum Bildrand gehst. Da mache ich eine Bombe. Yeah! Okay. Für mich ist das zentrale Thema des Films Würde. Der respektvolle Umgang mit sich und anderen gegenüber, im Leben wie im Sterben. Ja, ich habe gut gelebt und wollte eigentlich gut sterben. Es ist doch nur noch ein Gequäle. Und das fängt für mich unter anderem bei der Sprache an. Denn so wie wir mit Worten umgehen, so gehen wir auch mit Menschen um. Ich will nur die wahren Gefühle sehen.
Wo ich hinschaue, sehe ich nur Lug und Trug und Heuchelei. Ich weiß gar nicht mehr, was Maske ist und was ich glauben kann. Wir leben in einer medial aufgeheizten Situation und meiner Meinung nach ist es höchste Zeit, dass wir wieder zu einem wirklichen Gespräch finden, um dann wieder besser miteinander umgehen zu können. LED oder LOL oder Lamavi. Was das heißt, irgendwas wie... Mein Gott, die sozialen Medien, das ist, wenn man da alle im Leben hat, natürlich Gutes und Schlechtes, Sonnen- und Schattenzeiten. Die letzten Jahre, wenn man in die sozialen Medien dann reinschaut, dann möchte man schon meinen, die negativen Seiten überwiegen eigentlich, weil wirklich jeder Depp irgendwie da etwas ablässt. Und leider Gottes konzentrieren sich die Leute immer nur auf die negativen Sachen im Leben. Das wird also ganz besonders hervorgehoben und dadurch wird auch so eine künstliche Angst und Panik erzeugt und das ist einfach nicht gesund für unsere Gesellschaft. Also es wird Zeit, dass die Leute mit den sozialen Medien bewusst und intelligent und vor allen Dingen sauber umgehen. Und sauber verstehe ich damit, dass ich sage, wenn ich irgend so einen Post lese, dann darf ich nicht einfach schnell einen empörten Kommentar abgeben und dann einfach teilen, ja? Sondern dann muss ich mich darum kümmern, hat dieser Post wirklich Wahrheitsgehalt? Da kann man ganz einfach recherchieren, das ist nicht schwer, aber das würde sehr viel bringen, weil dann einfach mehr an Wahrheit existent wird, ja? Anstatt immer nur so Halbwahrheiten und Lügen zu verbreiten. Der Bildungsdepp der Woche. Auf die Schule! Die Show, die treibt das ja durch diese Demütigungsspielchen nur auf die Spitze. Und viel Unterhaltung für uns! Aber wenn man sich anschaut, wie die Leute privat miteinander umgehen, Idiot, dann ist das ja kein Stück besser. Verkauf all meine Texte und kauf davon dann eine Hochseejacht. Ja, ja. Verkauf du erstmal. Im Moment lebst du immer noch von meinem Verdienst, Herr Schrift. Der Frank kotzt sich da die Seele aus dem Leib und sagt, er erzählt von seinen Ängsten und die Petsy sitzt einfach nur Katze. Da und sagt, Hund, Katze, Hund. Schwein, Maus in ihr Smart Home. Aber ich kann dir doch auch sagen, dass ich dich immer lieben werde. Hund. Ja, sagen kannst du es schon, aber wissen kannst du es nicht. Für mich ist die Petsy ein Paradebeispiel für die ganzen Menschen, die sich ja in der Gesellschaft oder in der Politik oder auch im Beruf wirklich mit sehr viel Leidenschaft für was einsetzen, sich dann aber um ihren eigenen Partner oder um die Leute zu Hause gar nicht wirklich bemühen oder sich auch gar nicht so darum kümmern, wie es denen geht. Und Walter, okay, schlechte Fels weg. Falls sie jetzt nochmal abreißt, gibt Mira uns die Texte rein. Weil wir brauchen dich ja jetzt nicht wirklich live. Also das Paradoxe daran ist ja, dass sie selber diese Flashmob-Aktion startet, um für einen menschlicheren Umgang miteinander zu werben. Deshalb starten wir jetzt einen Aufruf an alle Netzkommentatoren. Ja, und dann kaum ist sie beim Frank, da schlägt die verbal mit einer Bedenkenlosigkeit auf den ein, dass man sich wirklich fragt, ob die eigentlich irgendwas von dem kapiert hat, was sie da propagieren will. Fühlst du dich einsam und verlassen, denke stets daran. Angefangen hat es erstmal, dass ich meine Steppschuhe im Speicher gefunden habe. Ich hatte so einen Aufräumwahn. So, habe ich die gefunden, angezogen und so ein bisschen vor mich hingesteppt, so nach 20 Jahren. So, ja, ich kann es noch. Wenn ich was spiele, dann möchte ich eine Rolle spielen, die steppt. Nachdem sich unsere Kandidaten selbst dargestellt haben, werden sie Spielaufgaben lösen. Challenges. Und selbst habe ich ja auch den Wunsch gehabt, früher als Kind Balletttänzerin zu werden. Und diesen Wunsch habe ich bis zu meinem 18. Lebensjahr dann auch weitergeträumt. Bis ich wegen körperlichen Einschränkungen das Studium abbrechen musste. Und so konnte ich mich unglaublich gut in Billy einfühlen. Nämlich alles ins Tanzen zu setzen. Ich habe mein ganzes Leben lang nur trainiert und alles in diesen Körper investiert und jetzt? Aber im Gegensatz zu Billy... Gar nichts mehr. Finde ich für mich, wenn es um diesen Gesundheitswahn und diese Selbstoptimierung geht, habe ich da einen ganz gesunden Mittelweg gefunden. Jetzt lass dir doch von einer Uhr nicht dein Leben bestimmen. Sowohl Körper und Geist fit zu halten, aber eben nicht so, dass es in diesen Teufelskreis gelangt. Wie man sieht, ich habe auch keine Apple Watch. Als Susanne schrecklich. Man lebt im Alter eigentlich
nur noch von der Erinnerung. Ich finde, dass in unserer Gesellschaft heute wirklich ein extremer Jugendwahn herrscht und dass auch dieser ganze Selbstoptimierungszwang und diese extreme Beschäftigung mit Ernährung und Fitness eigentlich nur einen Namen hat, nämlich die Angst vorm Älterwerden. Wenn wir eine Insel bilden, auf der man träumen darf, werden wir nie alt. Verstehst du? Alt wird man nur hier drin. Und das ist eigentlich ein Problem der Gesellschaft, weil in unserer Gesellschaft scheinbar ältere Menschen nicht mehr so viel wert sind. Der stirbt nicht, sag ich dir. Der nie. Die Ärzte meinen... Die Ärzte meinen schon seit einem halben Jahr. Das ist ein bisschen viel, meinen, finde ich. Aber man kann das Altwerden ja nicht verhindern oder das Älterwerden. Und deswegen denke ich, man sollte einfach versuchen, das Beste daraus zu machen. Hallo, wir sind die drei Grazien. Ihre Traut. Eva. Ilse. Ja, und das verließen Sie uns auch. Und jetzt sagst du deinen Text. Ja, okay, nochmal anfangen. Ja. Und außerdem fühlten wir uns wirklich einen guten Spaß. Wir dürfen den Regisseur und sein Team vorab schon kennenlernen. Und zum Dreh wurden wir abgeholt und am Abend wieder heimgefahren. Das ist doch besonders. Das stimmt. Und mit einer Engelsgeduld und viel Spaß hat die Choreografin uns das Rollator-Ballett eingeübt. Nicht immer einfach. Es sollte synchron sein. Außerdem muss man sagen, also noch nie haben wir das bei einem Team, Filmteam so erlebt wie bei Roland Rebers Todesrevue. Wie in einer tollen Großfamilie. Steffen jetzt? Nein. Verdecke ich den Roland? Nein. Nein. Ja. Hi Leute, ich bin der Mensch mit der Maske. Ich bin eine Figur aus Roland Rebers Todesrevue. Der Mensch mit der Maske ist ein Symbol für all die Masken, die wir aufsetzen, um gut durchs Leben zu kommen, um gut bei anderen anzukommen, wirklich weltberühmt sein, auch auf die Gefahr hin, uns dabei selbst total zu verlieren. Videoübertragung ist online. Und der Mensch mit der Maske ist eine Wertschätzung aller Künstler, die sich in Fußgängerzonen, auf kleinen Hinterhofbühnen, in den digitalen Medien, sich die Seele aus dem Leib spielen und kaum jemand weiß, dass es sie gibt. Weil sie eben nicht einem aktuellen Trend oder Marktwert entsprechen, weil sie niemanden haben, der sie subventioniert oder durch die Medien pusht. Gut, dann werde ich eben kein weltberühmter Superstar. Und es liegt ja an uns Nutzern, wie wir damit umgehen. Also erhalten wir doch die Vielfalt und fördern wir durch unsere Klicks und Likes nicht die Zerstörer, sondern die Gestalter. Zunächst mal muss ich sagen, ich habe mich riesig gefreut, dass ich für diesen Film engagiert worden bin. Und wie? Das ist wirklich lustig. Man hat mich auf einem YouTube-Clip entdeckt. Jetzt hätte ich normalerweise gesagt, ich brauche dazu einen Herrn aus dem Publikum. Jetzt haben wir ja nur zwei Herren hier im Publikum. Einer war gerade auf der... Das war ein YouTube-Clip, von dem ich nie und nimmer gerechnet hätte, dass der solche wunderbare Folge haben wird. Wir müssen uns doch schützen. Und die Lola ist, ich denke mal genau wie ich, eigentlich doch ein guter Kumpeltyp. Ich bin die Lola. In der Revue hat sie natürlich Probleme mit ihrem Alter oder mit dem Älterwerden. Aber ich persönlich habe überhaupt gar keine Probleme damit. Mein Lifting besteht aus Aufzugfahren. Und ansonsten lebe ich fröhlich nach Udo Jürgens. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Und den habe ich. 50 musst du nicht mehr perfekt sein.
Dann musst du das Leben genießen. Auch mit 70 kann man so sein wie mit 30. Ja, aber nur eine halbe Stunde am Tag. Dann habe ich ganz besonders auch bei den Dreharbeiten in diesem Film gehabt. Ich muss sagen, es war ein wunderbares Arbeiten, ein familiäres Arbeiten, alles ruhig, ja, war wunderbar. Und dann, da muss ich wirklich der Produktion ein großes Lob aussprechen, dass nämlich alle gleichwertig behandelt wurden. Das hat man ja leider nicht in jeder Produktion. Also mal richtig wild mit, also. Okay. Das wäre vielleicht nicht schlecht, oder? Denn Lachen ist das Tor zur Ewigkeit. Du musst das Leben beißen. Wenn auch ein König stirbt, man ganz banal. Was einer war, dem Tod ist so egal. Der Tod kommt oder er kommt nicht. Und wenn er kommt, dann weiß man eh nichts mehr. Okay. Mein Tod, das ist ein Schmetterling. Der fliegt mir stets entgegen. Das ist Leben. Und das Leben sollte man nutzen und genießen. In guten wie in schlechten Zeiten, denn all das macht Leben aus. Ich habe früher einmal ein paar Sachen aufgezählt, bei denen ich dachte, dass ohne sie mein Leben nicht mehr lebenswert ist. Dazu gehörten unter anderem ausgiebige Gespräche, das Gehen, Lesen, Motorradfahren, die absolute Eigenständigkeit. All das habe ich nach meinem Schlaganfall eingebüßt. Und ich habe erkannt, dass mein Leben trotz dieser vielen Einschränkungen immer noch sehr lebenswert ist. Und ich genieße es jeden Tag in vollen Zügen. Denn mitmachen lohnt sich! Also, Todesrevue habe ich zum ersten Mal gehört 1985. Damals habe ich auch schon mit dem Roland zusammengearbeitet. Sie würden mich wahrscheinlich lieber im Sarg sehen. Faszinierend, dass dieser Text über 35 Hallo. Jahre ungefähr später immer noch perfekt einzusetzen ist. Durch diese Episodenhaftigkeit, glaube ich, kann man immer wieder aktuelle Geschichten, wie heute die Social-Media-Aspekte, die jetzt auftauchen, die es damals natürlich so noch nicht gab, einbauen und die Grundgeschichte der verschiedenen sterbenden, abgestorbenen, traurigen Menschen, die mit ihrem Leben hadern, trotzdem einbinden. Das Team ist ähnlich auch wie damals zusammengestellt aus super tollen Schauspielern, Profis, die jahrelang auf der Bühne stehen, gemischt aber auch mit sogenannten Laiendarstellern. Und das, finde ich, ist das Mutige an Roland Rebers Arbeitsweise über all die Jahre gewesen, dass er sich getraut hat, entgegen dem Mainstream, fernab von dem, was einem Schauspielschulen oder Filmhochschulen beibringen, Wege zu beschreiten, von denen man erstmal denkt, na, so geht das nicht, das kann man nicht machen, das darf man nicht machen. Stopp, 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 stopp. Und doch, es geht, es funktioniert. So sieht doch kein Star aus. Die Schauspieler können sich ausprobieren, können Wege beschreiten an seiner Seite, unter seiner Regiearbeit, die sie so an der Schauspielschule nicht gelernt hätten, die aber super viel Spaß machen und am Ende vom Bauchgefühl zu dem führen, dass man sagt, ja, stimmt, es fühlt sich gut an, ist genau richtig. Wir nennen sie die Todesrevue, Gedichter des Todes als Sinfonie. Für mich die größte Herausforderung war, wir wollten ja Publikum für die Revue haben, für die Todesrevue. Und dann nicht nur an einem Tag, sondern vielleicht an ein paar Tagen, also so um die 100 Statisten. Komparsenagentur kam für mich nicht in Frage, jetzt rein budgettechnisch gesehen. Dann Zeitungsannoncen, Facebook-Aufrufe, rumtelefoniert, Bekannte angefragt, die mal gesagt haben, beim nächsten Film würde ich auch gerne mal mitspielen. Darf man nie sagen, weil ich komme echt drauf zurück.
Ich bin ganz zufällig auf den Statistenaufruf zur Todesrevue gestoßen und nachdem ich eigentlich immer schon gerne mal bei einem Film mitspielen wollte, habe ich mir die Gelegenheit natürlich nicht entgehen lassen. Die meisten Roland Reber-Filme kenne ich bereits und ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, dem Filmteam mal live zu begegnen. Nachdem ich ja absoluter Frischling war und das erste Mal mit dabei sein habe dürfen, war ich total begeistert von der Atmosphäre. Du bist von Anfang an so behandelt worden, als wärst du schon ewig und drei Tage mit dabei. Dabei da ja gar keinen Unterschied gemacht worden zwischen den Schauspielern, den Statisten, dem Technikteam und all den anderen Leuten, die da waren. Also man ist sich von Anfang an vorgekommen wie in einer großen Familie. Toll war auch, dass du auch einmal was Eigenständiges machen hast können. Also wenn dir irgendwas eingefallen ist bei irgendeiner Szene und es war gut, ist es tatsächlich mit übernommen worden. Das Showpublikum war ein zusammengewürfelter bunter Haufen. Wir kannten uns vorher ja nicht. Und ja, wir bekamen natürlich Anweisungen, wann gejohlt und geklatscht und geschrien werden sollte. Und es war spannend, dass es bei manchen Szenen dann gar nicht mehr nötig war, weil das Ganze so die Eigendynamik entwickelt hat. Und das zeigt auch wieder, ja, welche Macht eigentlich so eine Gruppe hat. Und super! Auf jeden Fall war das zwar positiv, aber das zeigt auch, dass wenn so Emotionen überkochen in der Gruppe, dass einfach so ein Flashmob auch ganz schnell mal außer Kontrolle geraten kann. Hey, lass mich durch, Mann! Wir diskutieren. Ach was, halt's Maul! Hau ab! Und natürlich fangst dann auch bei dem Thema ein kleines bisschen an zum Denken und merkst erst einmal, wie der Zeitgeist inzwischen an manchen Stellen erschreckenderweise tickt. Ein zentrales Thema im Film ist ja der Umgang mit den sozialen Medien. Ja, die Gier nach Likes und Anerkennung. Ich streame das Ganze jetzt live auf Facebook. Da könnt ihr unmittelbar dabei sein. Und auch dieses Bedürfnis, sich eigentlich wildfremden Menschen mitzuteilen. Und das Schlimme daran ist ja, dass man dann eigentlich sein reales Leben und die Menschen in seinem Umfeld ja, dadurch einfach vernachlässigt und ja, das wirkliche Leben in den Hintergrund gerät durch die Zeit, die man am Handy verbringt. Jetzt die Smartphones rausholen und drauf gucken. Sehr präsent, gerne nach viel nach oben halten. Yeah. Just. Hallo, ich bin Patrick Herbertsch, alias John Massive Drake. Und ich war der Bürger von Mannheim in die Todesrevue. Nagelkaiser, immer noch mutig? Na dann. Wir wussten ja nicht wirklich, was auf uns zukommt. Genauso wie, glaube ich, die Filmcrew und die Drehcrew nicht wirklich wussten, was auf die zukommt, wenn man echte Pro-Wrestler für eine Kampfszene engagiert. Und die Idee von uns war auch, dass der Gegenüber, der den Werner spielt, nämlich auch nicht von einem Schauspieler besetzt wird, sondern auch von einem Profi-Wrestler. Die wissen natürlich dann, wie man sich bewegt, wie man die Figuren macht, wie man sich nicht verletzt und es trotzdem krass aussieht. Der Bürger hat ihn! Aber im Endeffekt war das alles sehr locker. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die ganze andere Filmcrew und die ganzen anderen Schauspieler waren super drauf und haben uns da unterstützt. Und das sieht man, glaube ich, auch im Film, dass das alles sehr gut harmoniert hat. Ich habe auch immer gehofft, dass ich da als der Bürger von Mannheim dem Roland gerecht werde. Das habe ich damals erst am Drehtag erfahren, dass der Roland den Charakter früher selber im Theater gespielt hat. Ich glaube, beziehungsweise es wurde mir ja gesagt, der war sehr zufrieden und das hat mich dann auch sehr stolz gemacht. Die Idee für die Besetzung der Kiddies war schon, dass die tänzerisch ausgebildet waren oder sich zumindest tänzerisch sehr gut auskennen.
Die Kittys sind die Tänzer. Das Showensemble ist der Todesrevue. Und für mich persönlich war es eine ganz besondere Erfahrung, in einem Kinofilm mitzuwirken, da ich es als Tänzerin gewohnt bin, live auf Bühnen zu performen, im Background zu tanzen, bei Shows mitzuwirken, die Leute zu animieren. Aber einen Film zu drehen war was komplett anderes. Aber eine wundervolle Erfahrung. Vor allem das Team, das war sensationell. Die Menschen, die dort mitgewirkt haben, sprudeln nur vor Kreativität. Sie nehmen einen an, wie man ist, und man hat sich sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt. Es war eine sehr lockere Atmosphäre, aber wenn es ans Drehen geht, war alles ruhig und super konzentriert. Und bitte! Sie weiß es nicht. Aber ich weiß, dass es hier nur Aufgaben gibt, die zu bewältigen sind. Wir sind doch keine Unmenschen. Nur ganz gewöhnliche Unterhaltungssadisten. Meine Rolle, die Monique, ist eine, die die sozialen Medien nutzt, um über andere herzuziehen, die sich also ihre Selbstbestätigung darüber sucht, dass sie andere kleiner macht. Bitte, ich habe herausgefunden, dass er all seine Freundinnen dazu gebracht hat, anstatt zu stöhnen, zu grunzen. Also Mädels, Ende weg von diesem Typ. Und das finde ich eigentlich eine ganz komische Entwicklung in den sozialen Medien. Wenn was Positives dargestellt wird, dann wird es immer glatt gebügelt, weich gezeichnet, gefotoshoppt, gesnapchattet und hat eigentlich gar nichts mehr Authentisches oder Reales. Und der Rest ist irgendwie Hass und Negativität und Häme. Männer habt ihr überhaupt nicht mehr, noch dumm finden wir, ne? Das verleitet einem so ein bisschen den Umgang damit, finde ich. Aber für den Rest gibt es ja Gott sei Dank noch Kino, kreative Filmemacher und das reale Leben, in dem man die Chance hat, anders mit Menschen und Situationen umzugehen. Lebt ein buntes Leben, macht was euch Freude macht, umgibt euch mit Menschen, die ihr gerne habt, die euch zum Lachen bringen. Probiert neue Sachen aus und genießt es einfach. Kekse im Gepäck und alle werden Superman. Ja, also Roland Rebers Todesrevue ist ja, wie der Name schon sagt, eine Revue. Und zu einer Revue gehören natürlich Musiknummern. Komm, wage ihn den allerletzten Schritt. Kein Blick zurück, du stirbst dein Leben. Schon jeden Tag ein Stück. Also haben wir uns, als das Drehbuch dann feststand, hingesetzt und haben uns überlegt, zu welchen Szenen was für Musiktitel denn passen würden. Und da ich schon vorher mal anlässlich der Entscheidung eines gewissen Ministerpräsidenten, die Grenzpolizei wieder einzuführen, einen Dildo-Marsch geschrieben hatte, war das so der erste Song, der damit reinkam. Und die verschiedenen anderen Sachen passten einfach gut zu dem, was wir da ja mit aussagen wollten oder sollten sich auch an das, an dem orientieren, was die Personen gerade so durchmachen oder was für Themen gerade vorkommen. Wo man singet, lass dich ruhig nieder. Ohne Furcht, dass man im Lande glaubt. Sag mal so, Anfang März war es ja soweit, haben wir eine E-Mail bekommen an den Bergsteiger, Paul Schongau, und ob wir Interesse haben, bei einer Filmproduktion einfach mitzuwirken. Ja, wenn man zum Beispiel auf dem Radio geht, im Fußballstadion, da verkloppen sie sich ja ständig die Rübe. Ja, den YouTuber? Dann ging es natürlich weiter. Anfang Mai lernt man dann persönlich Antje Möning und Marina Eich kennen. Sie kamen für die Tonaufnahmen und ein Tonstudio zu mir nach Hause. Und wir hatten nach 5 Stunden harter Arbeit und viele Wiederholungen die Stücke auf dem Tonträger. Goodbye, Marcel, nun ist es vorbei, alles hat einmal ein Ende. Aber ich muss schon sagen, vor allen Dingen, man hat
hat es ja nicht erwartet, dass es verdammt anstrengend ist, diese Wiederholungen da anzumachen und wie man sich da konzentrieren muss. Also das war schon, das hätte ich nicht gerechnet, damit ich da so reinhängen muss, dass das dann passt. Wir uns alle wiedersehen. Goodbye, Maske. Goodbye, Maske. Und danach ist Schluss mit dem DLZ. Danach ist erstmal Pause. Und gerade, wir sind ja keine Profis, die haben also uns behandelt. Das sollten wir genauso gut zuhören wie immer. Und jetzt alle! Hast du vollkommen recht? Ja. Das war beeindruckend. Das war beeindruckend, wie die uns behandelt haben. Ja. Goodbye, Maske, nun ist es vorbei. Es war einfach super schön, ein Teil davon zu sein. Es war toll und ich bin auch stolz darauf, dass ich da mit dabei sein habe dürfen. Gerne wieder. Was mir an Roland Rebers Todesrevue besonders gut gefällt, ist, dass es diesmal so ein ganz großes Ensemble ist von so ganz unterschiedlichen tollen Schauspielern, die alle ihre ganz verschiedenen Rollen so toll ausgefüllt haben und ich glaube auch einen Riesenspaß bei den Dreharbeiten hatten. Das hat man beim Drehen gemerkt und sieht man dem Film, finde ich, auch an. Mir hat es total Spaß gemacht, dabei zu sein und einfach mal für ein paar Tage Teil dieses tollen Teams zu sein. Das ist das Faszinierende über all die Jahre meiner Arbeit mit dem Roland auch gewesen, dass er es immer wieder geschafft hat, ein Team zusammenzubringen, wo die verschiedensten Charaktere, Schauspieler, aber auch sonstige Hintergrundmitarbeiter, Regieassistenten, Techniker und so weiter, mit wahnsinnig großer Freude sich in so ein Projekt stürzen, von dem man am Anfang nie weiß, worauf läuft es am Ende hinaus. Die ganze Atmosphäre in dem Team war so großartig, dass ich dachte, eigentlich kann da nur auch ein großartiger Film mal rauskommen. Und ich hoffe, die Zuschauer sehen es auch so. Ein toller Film, ein tolles Team. Danke, dass wir dabei sind. Genau, danke. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für eure Kreativität, euer Engagement und die Bereitschaft, euch auf unsere Art und Weise des Filmens einzulassen. Ja, und zum Schluss dieser Abend jetzt noch eine kleine Kussprobe von uns. Singen wir ein kleines Lied. Goodbye, Maske, goodbye, Maske, jetzt ist es vorbei.